nicht weit zu deinem Kommen, weil du dich vor uns näher zu dir, näher, mein Gott, zu dir, näher zu dir, näher, mein Gott, zu dir. Von vorn und hinten fest entschlossen, du hast die Hand auf mich gelegt, dass du mir Heilung ausgegossen und Ewigkeit ins Herz gesät. Du hast die Augen eines Vaters, die Sehnsucht lässt mich nie mehr gehen. Wie könnte ich jemals von dir lassen und dein Gesicht nicht von mir sehen? Zu dir, näher, mein Gott, zu dir, näher, näher zu dir, näher, mein Gott, zu dir. Herzlich willkommen zum Gottesdienst hier in der evangelischen Stadtmission Oppenheim. Ich darf euch begrüßen und freue mich, dass ihr an den Bildschirmen live eingeschaltet seid und dass wir zusammen den Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes feiern dürfen. Dieser Gott ist ein digitaler Gott. Egal, wo du gerade bist, egal, ob du an Sonntag, Montag oder Dienstag schaust, Gott sitzt mit dir am Bildschirm. Heute sind wir unserer Zeit etwas voraus. Wir haben Donnerstag hier im Livestream und wir feiern einen besonderen Gottesdienst. Der Leiter des CGW, des Krishona Gemeinschaftswerk Deutschlands, Wieland Müller, wird heute in der Predigt zu uns sprechen und er hat diese Predigt per Video aufgenommen und deswegen haben wir auch diesen Gottesdienst heute aufgenommen. Wir sind also unserer Zeit voraus. Letzten Sonntag waren wir unserer Zeit leider nicht voraus, sondern eher etwas hinterher. Die Verwirrung über den Abbruch von dem Livestream und der etwas kürzeren Wartedauer, bis das Video hochgeladen wurde, tut uns sehr leid. Aber wir haben dort auch wieder merken müssen, dass wir eben nicht alles in unserer Hand haben. Und wir sind super dankbar für alle Techniker, die sich tagtäglich mehrere Stunden daran investieren, damit wir möglichst schnell wieder zu Live-Gottesdiensten zurückkehren dürfen. Ich habe ja das Privileg, eigentlich wöchentlich sehr viel mit jungen Leuten, mit Jugendlichen zu tun haben zu dürfen. Da lernt man jeden Tag und eigentlich wieder neue Denkweisen kennen. Neue Denkweisen, neue Sichtweisen, wie diese Jugendlichen ja die Welt sehen. So habe ich hätte man jemanden vor einem Jahr ungefähr gefragt, wie er denn seine Einstellung zur Schule sieht und ob er Lust hat, und er sich freut, dorthin zu gehen, hätte er wohl wie viele andere Schülergenerationen vor ihm gesagt, ich habe ja gar keine Lust, da früh aufzustehen, da muss ich lernen, den ganzen Tag jemandem zuhören und nachher muss ich noch Hausaufgaben machen. Ist ja voll die Zeitverschwendung. In letzter Zeit bemerke ich allerdings, dass diese Stimmung sich etwas gewandelt hat. So sind in den letzten Wochen die Schüler gucken freudig nach vorne und warten förmlich darauf, endlich wieder in die Schule zu dürfen. Es geht sogar so weit, dass Geschwister aufeinander neidisch sind, weil der eine Woche früher zur Schule gehen darf wie der andere. Das ist doch verkehrte Welt. Manchmal merken wir aber, wie wertvoll bestimmte Sachen sind, erst wenn wir im Nachhinein drauf schauen. Zugegeben, dieses Problem ist nicht besonders neu, sondern das ist schon ein ziemlich altes
Problem. Wieland Müller wird in seiner Predigt heute auf eine uralte Geschichte eingehen, die genau das im Zentrum stehen hat. Da steht auf der einen Seite jemand, der eigentlich das Beste hat, es aber nicht merkt und deswegen unzufrieden ist. Und auf der anderen Seite jemand, der das Beste hatte, es weggeschmissen hat, aber dies bemerkt und dann sich auf die Suche, auf den Rückweg begibt zu diesem Ort. Ich möchte beten. Lieber Vater, und ich danke dir, dass du derselbe bist gestern, dass du derselbe bist heute und dass du derselbe bist auch in Zukunft. Ich danke dir, dass wir heute vor dich kommen dürfen, dass wir deine Gemeinschaft genießen dürfen und dass du, egal wo wir gerade sind, dass du ja bei uns bist. Wir wollen dich bitten, dass du uns die Ohren öffnest für das, was du uns heute zu sagen hast, und danken dir für deine Präsenz. Wir beten auch für die, die jetzt gerade ja in Einsamkeit sind, die gerade niemand haben, die sich alleine fühlen. Wir wollen dich bitten, dass du ihnen immer wieder neu zeigst, dass du da bist, dass du ihnen nah sein willst und dass du ihre Gemeinschaft schätzt. Amen. Wir hören das nächste Lied. Dein Kind lauf ich in deine Arme. Ich bin geborgen, du stehst zu mir, lieber Vater. Vater, bei dir bin ich zu Hause. Vater, bei dir berge ich mich. Vater, bei dir finde ich Ruhe. Oh mein Vater, ich liebe dich. Vater, du gibst mir, was ich brauch. Du empfängst mich mit offenen Armen. Du füllst all meine Sehnsucht aus, lieber Vater. Vater, bei dir. Ein Familienbetrieb, eine Landwirtschaft, ein großes Unternehmen, Felder, Tiere, Angestellte, Maschinen, ja Reichtum. Die Familie ist gut gekleidet. Sie tragen Ringe und kostbare Kleidung. Da ist Frohsinn auch in dieser Familie. Da wird gefeiert mit tollem Essen, Musik und Tanz. Lieder werden gesungen. Aber in dieser Familiengeschichte gibt es ein leidvolles. Der jüngere Sohn hatte seinen Anteil schon zu Lebzeiten des Vaters gefordert und sich auszahlen lassen und verließ das Land. Mit Saus und Braus bringt er das Vermögen durch. Er landet im Abgrund. Dort denkt er nach. Er geht in sich. Er denkt um. Er kehrt um. Er geht nach Hause und bekennt dem Familienoberhaupt, dass er das Ziel verfehlt hat und bittet um Aufnahme wieder als Angestellter im Betrieb, nicht länger als Familienmitglied. Er wird aufgenommen. Sicher kennen Sie die Geschichte vom verlorenen Sohn in Lukas 15. Ich lese Ihnen daraus einige Verse vor, und wenn Sie mitlesen wollen, Lukas 15, Verse 25 bis 32. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld, und als er nach Hause kam, hörte er das Singen und Tanzen. Und er rief zu sich einen Knecht und fragte, was das wäre.
Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde der zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater hinaus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre habe ich dir gedient und diene dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Aber nun, als dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren durchgebracht hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach, mein Sohn, du bist allezeit bei mir, und alles, was mein ist, das ist dein. Du sollst aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser dein Bruder war tot und ist lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Der ältere Sohn war auf dem Feld, und als er nach Hause kommt, hört er Musik und Tanz. Wie immer ist er am Arbeiten. Im Grunde besteht sein ganzes Leben aus Arbeit. Das hält er dem Vater auch später vor. Feste feiern war für ihn gänzlich ungewohnt. Mit Skepsis nähert er sich dem Vaterhaus. Hier stimmt was nicht. Eine Störung. Er geht nicht hinein. Er rief einen seiner Knechte und erkundigte sich, was da los wäre. Hätte dieser Sohn eine liebevolle Beziehung zum Vater, wäre er einfach hineingegangen. Er bleibt draußen und befragt einen Knecht. Im Grunde ist er dem Vater ganz nahe, ohne bei ihm zu sein. Der Knecht fragt ihn, wo sagt ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Der Knecht verkündigt eine Freudenbotschaft. Das Mastkalb wurde aus Freude geschlachtet. Der Knecht redet von dein Vater, dein Bruder. Es ist dein Zuhause, deine Verwandtschaft, du gehörst dazu. Jetzt hätte sich der rechtschaffende Sohn doch richtig freuen können. Er wäre hineingegangen und hätte richtig dazugehört. Bestimmt hätte er genauso viel vom Mastkalb bekommen wie andere. Aber er bleibt draußen. Er schließt sich aus. Mit dem Gleichnis entlarvt Jesus die Pharisäer. Sie sind eigentlich Gott ganz nahe und doch so fern. Sie sind die ganze Zeit damit beschäftigt, Gebote zu halten und vergessen ihre Zugehörigkeit zum Vater. Sie können die Zugehörigkeit zur Familie Gottes gar nicht feiern, sondern verwenden alle Energie darauf, sich und andere zu überwachen. Die Pharisäer beschweren sich bei Jesus, dass er mit Sündern Gemeinschaft hat. Aber sie haben kein Verhältnis zum liebenden Vater. In den Augen der Pharisäer haben Sünder, die sich Freude gegönnt haben, die Liebe Gottes gar nicht verdient. Deshalb reagieren sie so, wie auch dieser rechtschaffende Sohn. Wir lesen, dieser aber wird zornig und will nicht hineingehen. Sein Vater kommt zu ihm hinaus und redet mit ihm. Anstatt dem Bruder die Liebe des Vaters zu gönnen und hineinzugehen, wird er wütend und will nicht hinein. Verbittert kann er sich nicht freuen. Bewusst und willentlich schließt er sich vom Fest des Vaters aus. Beide Söhne sind verloren. Der Vater aber will beide Söhne bei sich. Er bemüht sich, so wie um den ersten bemüht er sich auch um den zweiten. Er sehnt sich danach, auch mit dem zweiten Beziehung zu haben. Wie er dem verlorenen Sohn entgegenlief, so läuft er auch dem anderen Sohn entgegen. Er redet mit ihm, er redet ihm gut zu. Er lädt ihn ein. Er bringt ihm Liebe entgegen. Der Jüngere tut eine Sünde, die leicht festzumachen ist. Er missbraucht Geld, seine Zeit, seine Kontakte, seinen eigenen Leib,
sein Fehlverhalten hat etwas Eindeutiges. Dagegen ist das Verlorensein des älteren Sohnes viel schwerer zu greifen. Schließlich machte er lauter Dinge, die richtig sind. Er war gehorsam, sparsam. Er nutzte die Ressourcen nur, wie es wirklich gebraucht wurde. Er war pflichtbewusst, gesetzestreu und fleißig. Nach außen hin war der Ältere makellos und einwandfrei. Innerlich ist er verloren. Verletzt und neidisch steht er draußen. Er, der rechtschaffende Sohn, er lässt den Vater kommen. Und dann bricht es aus dem Verbitterten hinaus. So viele Jahre diene ich dir schon und niemals hast du und habe niemals dein Gebot übertreten. Und du hast mir niemals ein Böcklein gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Er nutzt die Gelegenheit und macht dem Vater Vorhaltung. Und die scheinen auf den ersten Blick berechtigt. Jetzt kommt ans Tageslicht, was der Zielpunkt seines Lebens ist. Seine Offenbarung zeigt sein Problem. Sein Leben war eine einzige Aufopferung. Arbeit, dienen, einschränken, das Achten darauf, alle Gebote zu halten. Aber die Freiheit beim Vater, die Liebe beim Vater, die konnte er nicht genießen. Mit Recht sagt er, dass er vom Leben eigentlich nichts hätte. Den Wert seines Wohnrechtes beim Vater, den scheint er gar nicht zu erkennen. Ehrlicher wäre wohl gewesen, er wäre wie der Jüngere auch gegangen. Statt sich am Vater zu freuen, hatte er darauf geachtet, Gebote nicht zu übertreten. Er wollte sich nichts schenken lassen, sondern verdienen. Ein Böcklein stände ihm schon zu, wie er sagt. Im Vergleich zu einem Mastkalb ist das ja fast nichts. Eigentlich hätte doch der verlorene Bruder gar nichts verdient, denn schließlich hatte er ja alles durchgebracht. Und was letztlich auch sein Erbe schmälern würde. Aber dieser verlorene Sohn, der heimgekehrt war, der wollte nichts mehr als beim Vater sein. Das war das Größte für ihn, beim Vater zu sein, das Wertvollste, beim lebendigen Gott, beim himmlischen, liebenden Vater zu sein. Das war das Wertvollste für ihn. Der zweite verlorene Sohn sagt, nachdem aber dieser dein Sohn gekommen ist und der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, schlachtest du für ihn auch noch das gemästete Kalb. Dem Sohn geht es nicht um die Beziehung zum Vater, sondern er will, was ihm zusteht. Du musst doch jetzt tun, was ich will und was ich mir verdient habe. So läuft das nicht. Er wirft dem Vater nicht vor, dass er den verlorenen Sohn noch liebt und dass er ihn wieder aufgenommen hat, sondern dass er das Mastkalb hat schlachten lassen. Der verlorene Sohn bekommt nicht irgendwas vom Vater, sondern das Beste, was der zu bieten hat, ein Mastkalb. Dieser verlorene Sohn hat dein Gut verprasst. Dahinter steckt doch der Gedanke, ich habe dir immer treu gedient. Mir steht doch das Mastkalb zu und das Erbe. Wenn der Jüngere zurückkommt, wird das Erbe für ihn nämlich geschmälert. Für ihn sieht es so aus, als würde der noch für seine Sünde belohnt. Er meint, Sündenleben sei ein Vergnügen. Aus seinen Worten klingt kein Mitleid über den Zustand und das Verhältnis des Bruders zum Vater. Dieser Bruder hatte eine tote Zeit hinter sich. Aus dieser Aussage klingt Neid, da der verlorene Sohn in seinen Augen das Leben genossen hat und nun wieder umgekehrt ist zum Vater. Und im Haus des Vaters gehört doch ihm alles. Der Vater antwortet: Kind, du bist allezeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Dem Vater geht es mit seiner Antwort nicht um das Dienen des rechtschaffenden Sohnes, sondern um die Beziehung. Er nennt
deutlich Kind. Liebevoll, ein liebevolles Wort, Kind. In diesem Wort steckt Fürsorge, Interesse, Liebe. Er, der Ältere, ist immer beim Vater gewesen. Das heißt, er hatte von vornherein das Beste. Er hatte nichts verpasst. Er lebte im größten Glück. Beim Vater zu Hause zu sein, ist das größte Glück, was er verpasst hat. Die Sorge um Konsumobjekte, um Gesundheit, um Anerkennung ist in der Gegenwart des Vaters nicht mehr nötig. Liebevoll sagt der Vater, Kind. Der Sohn sagt, du hast mir nie gegeben. Der Vater antwortet, du hättest jederzeit alles bekommen können. Die Sorge, zu kurz zu kommen, gibt es nur so lange, dass man nicht richtig beim Vater zu Hause wohnt. Diese Sorge zieht ihm vom Vater weg. Dabei hätte er alles beim Vater. Alles, was mein ist, ist dein, spricht der Vater. Und weiter, fröhlich sein und freuen war nötig, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Und er war verloren und ist gefunden worden. Liebevoll lädt der Vater den rechtschaffenden Sohn zu einer neuen Sichtweise ein. Das Leben des Bruders war keineswegs ein Vergnügen, sondern Unglück. Er war tot. Er war verloren gegangen. Eigentlich lebte er ja noch. Dennoch war er tot. So wie man vom Scheintod spricht, kann man bei ihm wohl von einem Scheinleben sprechen. Aber nun ist dieser Sohn wieder zurückgekehrt und er tritt in das Vaterhaus hinein, in das liebende Vaterhaus. Der Verlorene hatte das erkannt. Er war umgekehrt, zurückgekehrt zum Vater. Der Vater befiehlt dem zweiten Sohn nicht, nun hineinzugehen und sich mitzufreuen. Der Schluss bleibt offen. Die Entscheidung liegt beim Sohn selber. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. Ich möchte beten. Liebender Vater, ich komme zu dir nach Hause. Ich habe deine Stimme wieder gehört, dass es dir um unsere Beziehung geht. Bitte verzeih mir, wo ich mir deine Liebe verdienen wollte. Ich danke dir, dass du mich liebst und mir immer wieder in deiner Barmherzigkeit und Güte entgegengehst. Ich kann nicht fassen, dass du mir alles, was dir gehört, gegeben hast. Danke. Ich bitte dich, erinnere mich alltäglich an die Realität, dass ich in deinem Vaterhaus lebe. Ich bete für Menschen, die fern von deinem guten Vaterhaus existieren. Höre nicht auf, ihnen nachzugehen und liebe sie nach Hause. Amen. Stories of what they
Lese Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Er gibt mir neue Kraft. Er leitet mich auf sicheren Wegen und macht seinen Namen damit alle Ehre. Auch wenn es durch dunkle Täler geht, fürchte ich kein Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Hirtenstab gibt mir Schutz und Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du begrüßt mich wie ein Hausherr seinen Gast und füllst meinen Becher bis zum Rand. Deine Güte und Liebe begleiten mich Tag für Tag. In deinem Haus darf ich bleiben, mein Leben lang. Deine Hand hat mich berührt.
ich sein. Nie könnte ich, nie könnte ich, nie könnte ich je ohne dich sein. Wir sind am Ende des Gottesdienstes angelangt. Ich möchte euch nochmal das Opfer ans Herz legen. Wir als Gemeinde sind spendenfinanziert und sind dankbar für eure Gaben. Hier unten oder auch nach dem Gottesdienst könnt ihr alle Informationen, die ihr dazu braucht, in Erfahrung bringen. Einladen möchte ich euch noch gerne zum Gottesdienst nächste Woche. Hier geht es weiter mit der Reihe Bergpredigt, wie gewohnt um 10 Uhr. Zum Ende möchte ich euch noch den Segen zusprechen. Liebender Gott, segne uns. Segne uns, dass wir dich sehen auf den Gesichtern der Menschen. Segne uns, damit wir dich hören in den Worten derer, die mit uns sprechen. Und segne uns, dass wir dich spüren, wenn wir Gutes erfahren und Gutes tun. Amen.